Immer mehr Strom wird in Deutschland alternativ erzeugt. Sind wir mittendrin in der Energiewende? Nein. Denn Strom macht nur einen Bruchteil des deutschen Energieverbrauchs aus. Beispiel Haushalt. Für Heizung und Warmwasser sorgen Öl und Gas. Beispiel Verkehr. Getankt wird immer noch Diesel und Benzin. Beispiel Industrie. Die Stahlproduktion etwa verbraucht Unmengen fossiler Energie, nämlich Koks und Kohle. Sie wollen das ändern. Jonas Eichinger und sein Team planen eine richtige Energiewende. Nicht nur Strom, sondern alle Energieformen sollen alternativ werden. Das Zauberwort heißt Wasserstoff. Hier in Mainz erzeugen wir aus erneuerbaren Energien, Windkraft in dem Fall, Wasserstoff. Wasserstoff ist das Multitalent der Energiewende. Mit dem Wasserstoff können wir verschiedene Nutzungen mit erneuerbaren Energien befeuern. Das ist der Verkehr, das ist die Industrie, das ist der Wärmemarkt. Denn die Energiewende soll nicht eine reine Stromwende bleiben, sondern wir wollen alle Bereiche der Gesellschaft dekarbonisieren und das über eine Wasserstoffwirtschaft erreichen. Und das sind die drei Schritte der Mainzer in eine Wasserstoffwirtschaft. Schritt 1. Die Erzeugung von Windstrom, grünem Strom. Damit wird Wasserstoff produziert. Das ist Schritt Nummer 2. In diesen Apparaturen wird Elektrolyse betrieben, also Wasser gespalten in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Entwickelt wurde diese Form der Wasserelektrolyse in Erlangen. Kai Schulz und sein Forscherteam haben eine Erfindung gemacht. Diese Membran. Eine dünne Trennschicht genau in der Mitte einer Elektrolyseeinheit. Mit ihrer Technologie gehören die Erlanger zur Weltspitze. Ihr Ziel? Den Prozess der Elektrolyse effizienter machen und die dafür notwendige Apparatur billiger produzieren. Die Forscher sind vom Durchbruch der Wasserstoffwirtschaft überzeugt. Wir glauben daran, dass sie kommen. Das ist relativ einfach. Wenn wir zurückblicken, was wir in den letzten 5 Jahren erreicht haben, was uns dort gelungen ist, den Wirkungsgrad unserer Elektrolyse um 10 Prozentpunkte zu erhöhen, das ist ein gewaltiger Sprung. Dann sind wir auch zuversichtlich, dass wir hier nicht aufhören, sondern dass es noch weitergeht. Auch wenn die Luft nach oben dünner wird. 100% wird nie erreichbar sein, wie wir alle wissen, aber es wird noch was gehen. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir mit der Elektrolyse etwas haben, wo wir die heutigen fossilen Energieträger und Systeme durch die Wasserstoffelektrolyse kostenneutral ersetzen. Der dritte Schritt der Wasserstoffwirtschaft, das Gas zu den Verbrauchern bringen. Schließlich gibt es noch kein Wasserstoffnetz, so wie es heute ein Strom- oder Erdgasnetz gibt. Die Mainzer testen verschiedene Möglichkeiten. Eine Weltneuheit. Sie leiten in das normale Gasnetz rund 10% Wasserstoff ein. Damit wird ein ganzer Stadtteil versorgt. In Mainz-Ebersheim bestreitet Stefan Barhusen den kompletten Wärmehaushalt seines Hauses mit diesem Mischgas. Wie alle anderen Bewohner des Stadtteils, die ans Gasnetz angeschlossen sind. Er tut das seit Jahren, ohne es zu wissen. Erst durch den Besuch des Kamerateams erfährt er von seiner Pioniertätigkeit. Ja, als mit einer Gastherme und dem Dach und ja, schon relativ lange, aber gemerkt haben wir gar nichts. Wundert mich, dass man das nicht aus der Presse erfährt. Finde ich sehr gut, weil man ja die Umwelt ein bisschen schützt, ne? Also sollte man, die Leute sollten das wissen, dass das mit Wasserstoff zugeführt wird. Die Umstellung haben Sie gar nicht gemerkt? Die haben wir überhaupt nicht gemerkt, gar nichts. Finde ich positiv. Wenn man das nicht merkt, ist ja gut. Aber man soll es den Leuten vielleicht doch schon mal sagen. Vielleicht hatte er das Schreiben der Stadtwerke übersehen? Für den Verkehr testen die Mainzer eine andere Art der Versorgung. Ein Tanklastzug wird mit Wasserstoff befüllt. Täglich versorgt er Tankstellen im Umkreis.
Abnehmer ist der Mainzer Busverkehr. Mit dem Wasserstoff wird eine sogenannte Brennstoffzelle betrieben und dort entsteht der Strom fürs Fahren. Die Brennstoffzelle hat gegenüber der Batterie besonders Vorteile bei großen und daher schweren Fahrzeugen, also etwa bei Bussen und Lkw. Der dritte Abnehmer, die Industrie. Vorreiter ist ein Projekt in Linz. Wie in Mainz wird auch hier Wasserstoff per Elektrolyse erzeugt. Das Ziel? Wasserstoff soll die fossilen Energieträger in der Stahlproduktion ablösen, also Koks und Kohle. Und das ist die Vision der Wasserstoffwirtschaft, eine richtige Energiewende. Haushalte, Verkehr und Industrie, alle emissionslos, dank Wasserstoff. Klingt toll, oder? Also ich persönlich finde die Idee, Wasserstoff als Energieträger zu nutzen, ziemlich genial. Man verbrennt ein Gas, gewinnt Energie und übrig bleibt Wasser. Kein CO2, keine Stickoxide, kein Ruß, einfach nur Wasser. Aber Skeptiker sagen, so ganz ohne ist das nicht. Verglichen mit Erdgas zum Beispiel ist Wasserstoff ein sehr flüchtiges Gas. Es ist sehr leicht brennbar und wenn man nicht höllisch aufpasst, kann einem das auch ganz schön um die Ohren fliegen. Die Lehrerin Anita Fischer bei einem Versuch am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium. 10. Klasse Chemie. Thema: die Wasserstoffwirtschaft. Genauer: die Elektrolyse, die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Hier steigen die beiden Gase auf. Und so funktioniert es. An zwei Elektroden, eingetaucht in eine wässrige Flüssigkeit, wird eine elektrische Spannung angelegt. Links werden Elektronen abgegeben. Aus den Wassermolekülen wird Wasserstoff frei. Negativ geladene Ionen geben auf der anderen Seite ihre Elektronen ab. Sauerstoff wird frei. Der Stromkreis wird geschlossen, indem von einer Seite zur anderen Protonen wandern. Aus Wasser werden die Gase Wasserstoff und Sauerstoff. In einen Ballon gefüllt, zeigen die beiden Gase, wie gefährlich sie sein können. Sie können explodieren. So wie bei der Challenger-Katastrophe im Jahr 1986. 7 Astronauten sterben. So wie im Jahr 2011. Kernkraftwerk Fukushima. Ganze Reaktorblöcke explodieren. Das Gas Wasserstoff scheint sehr gefährlich zu sein. Der Umgang mit Wasserstoff im Test. Bei Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Bau der Anlagen 2018. Jetzt wird geforscht. Hier fließt Wasserstoff, flüchtig, entflammbar, explosiv. Kann man mit einem solchen Gas eine neue Energiewirtschaft aufbauen? Die große Herausforderung für uns ist hier, dass wir das zukünftige Gasverteilnetz für grünen Wasserstoff hier erforschen und erproben. Und dieses Gasverteilnetz, das muss sicher sein und es muss ganz zuverlässig diese nachhaltige Energie zu uns allen nach Hause transportieren. Der sichere Transport von Wasserstoff. Zunächst sieht es schlecht aus. Erdarbeiten auf dem Forschungsgelände. Rohre aus ganz unterschiedlichen Werkstoffen werden unter Tage verlegt, getestet. Es folgt Ernüchterung. Der Werkstoff der Wahl fällt durch. Stahlrohre, stabil und dicht, lassen sich ganz schlecht verlegen. Aber ohne sichere Rohre keine Wasserstoffwirtschaft. Es beginnt die Suche nach einem anderen Material. Zur Auswahl unterschiedliche Kunststoffe,
Auch Verbundwerkstoffe, Kombinationen aus Kunststoff und Metall. Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau. Gut verlegbar, stabil und vor allem dicht. Das testen die Forscher im Untergrund. Gelb das Rohr, grün eine Art Manschette. Sie fängt entweichendes Gas auf und misst die Menge. Endlich die Lösung. Wir verlieren also in jedem Falle grundsätzlich bei normalen Kunststoffrohrleitungen nur ganz wenig Moleküle. Für eine Standard-Kunststoffrohrleitung wäre es tatsächlich so, dass wir mehr Wasserstoffmoleküle verlieren würden als für Erdgas. Die Rohre, die wir jetzt hier sehen, das sind speziell ummantelte Rohre mit einer Aluminiumschicht. Das sind weiterentwickelte Rohre, genau um noch dichter zu sein. Und die sind so gut, dass sie für Erdgas und Wasserstoff gleich dicht sind. Im Untergrund ja. Aber halten sie auch im Freien dicht? Dafür werden die Rohre dem Wetter ausgesetzt. Nur wenn sie auch diesen Test überstehen, taugen sie für ein Wasserstoffverteilernetz. Für uns ist diese Konstellation hier, das Rohr also nicht in der Erde, sondern draußen unter Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur, ein echter Stresstest für das Material. Das heißt, wenn es unter diesen Bedingungen funktioniert, dann funktioniert es auch im Rohrgraben erdgedeckt im Sand. Und die sehr gute Nachricht für uns ist hier, dass selbst bei ganz hohen Temperaturen, die wir im Sommer hier durchaus haben können, also Rohrtemperatur bis zu 70 Grad, dass selbst unter diesen erschwerten Bedingungen das Rohr super dicht ist und wir keine Moleküle einfangen können, die das Rohr verlassen haben. Den Wasserstoff gefahrlos zu transportieren, das geht also. Aber wenn doch mal etwas passiert und Wasserstoff entweicht? Hierfür haben die Forscher eine Art Geruchsalarm entwickelt. Sie reichern das Gas mit einer extrem stinkenden Flüssigkeit an. Entweicht Gas, riecht man das. Die Praktikantin Christina Weidel testet eine Geruchsprobe zum ersten Mal. Wichtig auch, der Übergang vom Netz zum Endverbraucher. Dort wird dann diese Apparatur stehen. Eine Brennstoffzelle, sorgt für Strom und Wärme. Neu und daher im Test, der Dauerbetrieb in Haushalten. Das Prinzip dagegen ist fast 200 Jahre alt. Hier im Unterricht liefert eine kleine Brennstoffzelle Strom für ein Elektrofahrzeug. Die Brennstoffzelle, eine Art umgedrehte Elektrolyse. Bei der Elektrolyse erzeugt Strom Wasserstoff. In der Brennstoffzelle dagegen wird aus Wasserstoff Strom. An der Elektrode rechts gibt Wasserstoff Elektronen ab. Die wandern ab, Strom fließt. Auf der anderen Seite nimmt Sauerstoff diese Elektronen auf. Der Stromkreis ist geschlossen. Das Endprodukt Wasser. Ich möchte euch jetzt hier mit diesem Experiment etwas zeigen. Wenn wir hier Wasserstoff in einen Ballon einfüllen. Die Forschung in Bitterfeld und auch der Chemieunterricht beweisen, Wasserstoff ist richtig behandelt ungefährlich. In diesem Ballon ist reiner Wasserstoff. Er macht genau das, was man von einem guten Energieträger erwartet. Er explodiert nicht, sondern brennt und erzeugt Wärme.